Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tranapi sunishena tarorapi sarishna amamina maradena kirtaniye sadari vancha kartarvascha kripa sindhu evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo. Radha Radha Midi Swamini Mahradhe Kondas Janam Janam Mahadevyo Sri Vrinda Radha Mohan appears my grandmother and grandfather. Radha Mohan erschien zu der Zeit von meinem Großvater und Großmutter. They want to make temple. Sie wollten einen Tempel machen. In Vrindavan. In Vrindavan. This was the desire. Was. Das war der Wunsch. In 19. 20s. So, das war in den 20er Jahren der große Wunsch meiner Großeltern. They start coming Vrindavan before, but I see the diary of him that it shows that when they start coming in 20s, they have intense desire to make some temple nicely for Radha Mohan. Ich habe die Tagebücher gelesen von meinen Großeltern und haben da herausgefunden, dass sie schon immer einen großen Wunsch hatten, nach Vrindavan zu gehen. In den 20 Jahren fingen sie an, diesen Wunsch umzusetzen, einen Tempel für Radha Mohan zu erstellen, zu bauen. They start searching the place. Sie haben einen Platz herausgesucht. And they are after searching when they come in this place. Und wenn sie lange gesucht hatten, kamen sie zu diesem Platz. And they sit and they are doing bhajan. Und die haben sich hingesetzt und haben Bhajan gemacht. Then they feel this place of meeting place of Radha and Krishna. So dann haben sie gefühlt, dass das der Treffplatz ist von Radha und Krishna. Evening time, Krishna is coming with his cowboy. So, zur Abendszeit kommt Krishna nach Hause mit seinem coolen Jungen. And Radhika is going with his sakhis. Und Radhika geht aus mit ihren Sakhis, mit ihren Freundinnen. To take water from Jamuna. Jamuna? Jamuna water. Und die Radhika geht mit ihren Freundinnen, um Wasser aus der Jamuna herauszuholen. Why? Because there should be something to do. It's not they want to go to
They cannot say to the family member that I am going to see Krishna. So irgendwas muss getan werden. Beiderseitig können weder Radha noch Krishna können sagen, dass sich einer von beiden trifft zu ihren Familienangehörigen. Das muss irgendwie verschwiegen werden. So they are going in the same time. So sie gehen zur gleichen Zeit los. From Krishna is coming with this cowboy and the friends and with the cows, the Krishna Balaram. So Krishna kommt mit seinen Freunden und mit den Kühen und von dem Balaram. That same place they crossing, same time that they meet each other. Und zu Radhika trifft Krishna praktisch dort zur gleichen Zeit. And this is the place when they are sitting and chanting, they realize this is meeting place of Radha and Krishna with their sakis, na? Und die Großeltern haben praktisch in ihrer Meditation herausgefunden, dass dieser Ort, wo jetzt der Tempel steht, der Platz ist, wo Radha und Krishna sich mit ihren Sakis treffen. Lalita, Vishakha, Chitra und Champaklata. So die ganzen Sakis, Krishna, Radha, Lalita, Vishakha, Chitra, Champaklata, sie treffen sich da. So they decide to take this place to Sie haben sich entschieden, diesen Platz anzueignen. So this way Radha Mohan appears in this place in the 1928 they buy the land. So auf diese Art und Weise erschien Radha Mohan auf diesem Gebiet, auf diesem Gelände und sie haben 1928 diesen Ort gekauft. And they build this temple in 32. Und sie haben den Tempel fertiggestellt 1932. And from that day. Und von diesem Tag an. Service is going on. Seit diesem Tag geht der Dienst, der Seva, ununterbrochen bis heute. So this is the mood of my grandmother and grandfather to realize this place. Realizations come, they see this pastime there. So das war die Stimmung meiner Großeltern. Sie haben sich das gewünscht in ihrer Bhajan, in ihrer Meditation, das zu sehen, dass dies der Treffplatz ist, dass man da, dass Radha und Krishna sich da treffen. So this temple is Radha's Mohan. Radha's Mohan means Radha's Krishna. So der Radha Mohan Tempel ist Radha's Mohan. Das bedeutet, das ist Radha's Krishna. What is means name Mohan? Mohan who attract whole universe. Mohan bedeutet derjenige, der das ganze Universum anzieht. And also attract to Radhika. Und vor allem Radhika. That is Radha Mohan. Das ist Radha Mohan. And the Sakhis, four Sakhis are there. Und vier Sakhis sind da, vier Freundinnen stehen neben dran. The four Sakhis is the very associate, very close of Radhika. So die vier Figuren, die vier Sakis, die auf dem Altar stehen, sind sehr, sehr eng verbunden mit Srimati Radhika. Lalita is little strong. Lalita ist ziemlich stark, hat einen starken Geist. To control Krishna, Lalita uses his power also sometimes. So Lalita benutzt manchmal ihre Kraft, um Krishna zu kontrollieren. And Vishakha is very soft like Radhika. So Vishakha, ihre Stimmung ist sehr, sehr sanftmütig, so wie Radhika. So she always near to the Radhika, she is standing. So sie steht immer sehr nahe zu Radhika. And Lalita is always standing near to Krishna. So Lalita steht immer ein bisschen näher zu Krishna. And Chitra is near Lalita. Und Chitra, eine andere Freundin, steht ganz nah bei Lalita. Because she always, Chitra means to make the pictures. Chitra bedeutet Bilder zu malen. Which action they do, Radha and Krishna, they make one picture. So Chitra ist dabei immer was, egal like, was Radha und Krishna tun, sie macht ein Bild. Immediately. Sie malt sofort ein Bild. And Champaklata is near to Vishakha. So Champaklata, die nächste Freundin, steht sehr eng bei Vishakha. They make the kunja and the flower for the kunja. So Champaklata ist verantwortlich für die Waldlaube zu gestalten, herzurichten und für die Blumen dort zu zieren.
as per desire of Radhika. So wie eigentlich Radhika sich das vorstellt. So they are preparing to the puja. One is taking picture of Radha, Mohan all the time. Which mood they are, what they want, they make the like a flash. You do the camera, then in drawing. So Chitra ist dabei, ist praktisch beauftragt, immer irgendein Bild zu malen von jeglicher Aktivität, die Radha und Mohan tun, wie man mit einer Kamera ein Bild macht. And Lalita services this when Krishna wants to go in to see Radhika. That time, if Radhika is angry, then Lalita is standing near the gate and says, no, no, no. You have no permission to come inside. Go out. Go out. So Lalita's dient ist, wenn Radhika zornig ist auf Krishna, dass sie am Eingang der Waldlaube steht und zu Krishna sagt, nee, du hast jetzt keinen Zutritt, geh weg, hau ab. Because she is strong. Weil Lalita ihre Gemischung sehr steig ist, sie ist sehr streng. And when then Krishna start praying to him, no, 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 please make some arrangement that I can see Radhika. So Krishna betet dann zu Lalita, oh bitte, bitte lass mich doch rein, mach doch irgendeine Arrangierung, dass ich Radharani sehen kann. She, no possible. Go on. Radhika, Lalita sagt dann, nee, gibt's nicht, geh weg. This way they increase the desire of Krishna to see Radhika. So auf diese Art und Weise helfen alle mit, Krishnas Wunsch, sich zu steigern, Radhika zu sehen. There are many pastimes. Es gibt ganz viele solche olympische Spiele. I'm telling you, sharp feelings. And Vishakha is always with Radhika and she has very soft mood. So Vishakha ist immer mit Radharani zusammen und hat sie ein sehr, sehr sanftes Gemüt. Like Radhika. Genau wie Radhika. She is very softly, she understands what she wants, what she needs, when she needs to drink water, when she needs to eat, when she needs Krishna to see. Like she feels everything, the Radhika. So Vishakha hat so ein sanftmütiges Herz, dass sie alles, was sich in der Radhika, und sie weiß auch, wenn sie sich mit Krishna treffen will, sie spürt das einfach. And what is coming to Radhika through Vishakha. Und was auf Radhika kommt, geht auch durch Vishakha. And what you want to give to Krishna is coming through Lalita. Und was du zu Krishna geben willst, gibst du durch Lalita, was du zu Radhika geben willst, geht auch durch Vishakha. You will see the hands, Lalita hand is like this to Krishna. So man sieht die Hand von Lalita, die Krishna etwas gibt. And Vishakha hand is like this to Radhika. So in Vishakhas Hand sieht man, wie sie zu Radhika reicht. Give it. Dass sie was gibt. And in the front, Chitra and Champaklata. What we want to give, my love, my service, they take and forward that side. Und Chitra und Champaklata nehmen den, alles was sie erhalten und geben uns das weiter. Geben den Dienst einfach weiter. If you see first to them, then Radha Mohan, you will get the different feelings. Wenn du durch sie praktisch Anuradha und Krishna dich annäherst, durch ihre enge Freundinnen, dann hast du ein anderes Gefühl, eine andere Stimmung. They are taking and they are giving love to us also. Sie nehmen den Dienst praktisch von uns ab und geben uns zur gleichen Zeit Liebe. To increase our spiritual life. So, sie sind dafür verantwortlich, dass unser spirituelles Leben sich vermehrt und ansteigt. To increase our spiritual identity, Siddha Deha, spiritual body. So, dass wir unseren spirituellen Körper verwirklichen können, Siddha Deha, dass wir unsere spirituelle Form verwirklichen können. To be always in the service of Radha Mohan. So, dass wir uns immer im Dienst betätigen können von Radha Mohan. Na. There is a Nithai Gauranga. Und dann ist auch eine Deity-Form von Nithai Gauranga, Nithyananda und Gauranga. Nithyananda is Balaram also. So Nithyananda ist im Krishna-Spiel sein Bruder Balaram. And Guru Tattva.
Und er repräsentiert auch das Prinzip des spirituellen Meisters. An anderen Gehirn. So, und im Ganzen noch in einem inneren Bezug aufs Krishna-Spiel ist er auch, von ihm ein Teil ist auch Ananga Manjari. One is Guru, who is relating in our life. So, eine Form kommt auf uns zu als Guru physically. In unserem Leben. In seinem physischen Körper. In his spiritual consciousness, he is a friend of Krishna. So, wenn man Brother of Krishna. Im spirituellen Bewusstsein ist er der Bruder von Krishna. External. Das ist auf der äußeren Ebene. He will share only for one goal to bring you one for the Krishna. So, er wird dir helfen, dich in die Nähe von Krishna zu bringen. Inside is Anang Manjari, means the sister of Radhika. So, in ihm drin steckt auch die Form von Ananga Manjari. So, in one, three is there. So, in Nityananda sind also drei verschiedene Aspekte, Formen. Means Anang Manjari work to become, to how to bring through Krishna to Radhika. So, Ananga Manjari's Aufgabe ist, uns oder die Seele zu Radhika und zu Krishna zu bringen. Like, if you like to know Krishna, wenn du Krishna kennenlernen magst, that he is a God, dass er Gott ist, he is a Supreme Personality, die höchste Persönlichkeit, he is the Almighty, der Allmächtige. After? Ja, und danach? What to do? Yes, I accept. Ja, okay, ich nehme das jetzt an. Ich akzeptiere. That Krishna is a Supreme Personality. Ich akzeptiere, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. One day, 1 month, 10 years, 20 years, I will know this. So, ich weiß es jetzt. 1 Monat, 2 Monate, 10 Monate, 1 Jahr, 10 Jahre. Okay, ich weiß es jetzt. And I have no doubt in this. Und ich habe keinerlei Zweifel daran. After that. Und was dann? Blockade wird da. So, dann wird eine Blockade da sein. Du gehst nicht weiter. Der ist für Gott. Der ist für Gott. Da wird kein Geschmack sich mehr offenbaren. We want to know Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Wir wollen wissen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Then Gurudev again bring you, not forget this, that Krishna is Supreme Personality. Und Gurudev sagt dir, ja, pass auf, vergiss nicht, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Although his Supreme Personality of Godhead, after that you forget this. Und dann sagt Guru, okay, du weißt es, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, aber dann musst du es wieder vergessen. Why? Warum? To make the relation with. Damit du mit ihm eine Beziehung eingehen kannst. If you want to relate, then you will know very well. So, wenn du aber eine Beziehung eingehen willst, dann wirst du ihn ganz toll kennenlernen. If he is your friend, you will know very well. Wenn es dein Freund ist, wirst du ihn sehr gut kennen. If he is not your friend, you by scripture you cannot know of him. Wenn er nicht dein Freund ist, dann kannst du ihn auch nicht durch die Schriften kennenlernen. If he is your father, you will know very well. So, wenn es dein Vater ist, dann wirst du es auch wissen. If he is your lover, you will know very well. Wenn es dein Geliebter ist, dann wirst du das auch wissen. If you become servant and if he is your boss, you will know very well. Und wenn du sein Diener wirst und er ist dein Boss, auch das wirst du ganz sicher fühlen und wissen. So develop relation. So entwickle eine Beziehung. And forget that he is a God. Und vergiss einfach, dass er der allmächtige Gott ist. This is beginning. Das ist das, damit fängt es an. Again he will say. Dann wird er wieder sagen. What you want. Was willst du dann? You want to only to know Krishna one time, or you want to live always with him? Möchtest du Krishna nur einmal kennenlernen, dann alles klar und alles wissen, oder magst du immer mit ihm zusammen sein? Then my heart will say, no, he's very sweet, very nice, very, very loving. I want to be always with him. Und dann wird mein Herz sagen, oh nein, 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 er ist so sweet. Und ich mag immer mit ihm zusammen sein. Er ist so liebevoll. Ich mag immer mit ihm zusammen sein. So then he will say this. Dann wird er dir vorschlagen, that I'm Radhika's sister. So why not you become Radhika's dasi, servant? So in dem Moment tritt dann der Aspekt von Nityananda, also Ananga Manjari, ein und zieh dich dann auf die Seite von Radhika als ihre Dienerin.
If you become radical servant, wenn wir radikals Diener werden, you will get the service in the home. So du kannst dann dort im Heim dienen, in ihrem Haus dienen. Like Tirthanga has an office. Wie jetzt nehmen wir mal an, Tirthanga hat ein Büro. And here Anang Manjari is in home. So Anang Manjari ist hier in seinem Haus. So if you come to the home service, cleaning up the home, you will be more close because you are service to the home. So wenn du dann hier Dienst abbringst in diesem Haus, dann bist du ihm viel, viel näher, weil du ja in seinem Haus tätig bist. If you service in the office, you're not related with your boss. So wenn du aber nur im Büro mit deinem Chef zusammenarbeitest, nicht in seinem eigenen Zuhause, dann bist du ihm niemals so nah. Right or not? Stimmt ja? If somebody works in the Maharani office, he only office business, no inside of the home. You will never invite them to home. So wenn zum Beispiel Leute bei Maharani im Büro arbeiten, kommt es sehr selten vor, dass sie auch von dir eingeladen werden nach Hause. But if somebody is working in your house, they know everything about you, privately. Aber wenn jemand bei dir im Haus arbeitet, dann weiß jeder über dich Bescheid und kennt auch private Dinge von dir. So you want to be a private? Or you want to go outside of privacy. So entweder du magst im Privaten tätig sein oder du bist öffentlich tätig, außerhalb vom privaten Reich. The spiritual life says, no, I want to be in privacy. So dann soll die spirituelle Seele sagen, nee, ich mag lieber im privaten Bereich sein. I want to go even in the bedroom. Ich mag auch gerne mal ins Schlafzimmer mitgehen. I want to watch how they love. Ich möchte auch mal schauen, wie sie sich lieb haben. Then the person will say, you have to very honest, very sincere of me, then I will give you permission to come in my bedroom. Yeah, if I say that you are honest with me, you not want to steal my lover, then I can give you permission to be my closest servant. So wenn du ganz ehrlich bist, wenn dein Herz rein und ehrlich ist, dann gebe ich dir Erlaubnis, auch in mein Schlafgemach einzutreten und mir da zu dienen. Kein Problem. Aber ich verlange von dir, dass du ehrlich bist und nicht auch noch mir meine Geliebte wegnimmst oder meine Liebhaber. So, personal servant, they are so honest, they don't want to see even Krishna. So die ganz, ganz persönlichen Dienerinnen sind so ehrlich, die wollen gar nicht mal Krishna sehen. Why? Warum? Because this is Radhika's Krishna. So weil es Radhika's Krishna ist. This is not my Krishna. Es ist nicht mein Krishna. And I want to be in home in service. So ich mag und ich mag drinnen dienen. Ich mag im privaten Reiche dienen. I want to see all private things of them. Ich möchte ihnen in allen beraten, in allen privaten Dingen nachstellen. If I will want to be very personal, then I have to be very honest with my boss. So wenn ich ganz, ganz persönlich sehr nah sein will, verlangt es von mir auch eine ganz tiefe Ehrlichkeit. And this is the highest mode what Chaitanya brings for us. Und das ist der höchste Gemütsschwingung, die Lord Chaitanya Mahaprabhu uns schenkte, dass wir dies tun können. To see the private thing of their divine couple. Wirklich auch im privaten Reich sehen zu können, was das göttliche Paar so alles macht. Their feelings, what they talk, what they share, where they go, you can be always with them. Not with Krishna, only with Radhika. So du kannst dann dabei sein, wenn sie miteinander reden, wenn sie miteinander spielen, wenn sie ihre Worte austauschen. Du wirst ganz, ganz nah bei Radhika sein. Nicht ganz bei Krishna, sondern eher bei Radhika. Because Krishna, where is Krishna is going? So, wohin geht Krishna? Krishna is in Dwarka. Krishna geht dann irgendwann nach Dwarka. Krishna is in Kurukshetra. Und geht dann nach Kurukshetra. Krishna is with cowboy friends. So dann ist er dann toll da auf den Feldern mit seinen Kuhhirten. Yashoda Maya. Dann ist er bei Yashoda Maya. Right? Krishna is also coming to Radhika. Manchmal kommt Krishna auch zu Radharani. But when Krishna is coming to Radhika, the cowboys and Yashoda Maya is not coming. So wenn Krishna zu Radharani kommt, dann kommen die Kuhhirtenjungen Yashoda Maya nicht. Only there Radhika and Krishna.
and the Sakis are there. So da ist nur Radha und Krishna und ihre engsten Freundinnen. So that is the highest mercy of Guru Prabhupada. When Mahajans show us the private, the highest mode of the Braja. So why we want to go Vrindavan? So das ist praktisch die Bemerkung. Warum wollen wir jetzt nach Vrindavan gehen? When this time will come that I will get the dust of Vrindavan, of mercy of Vrindavan, that I will develop my identity to Radha Dasham, to become shadow of Radhika, to serve always Radha and Krishna. So wann werde ich den Staub von Vrindavan auf mich nehmen und mich bedecken mit ihm, damit ich die Gnade erlangen kann, ewiglich ein Schatten von Radharani zu werden? There are three modes. Es gibt drei verschiedene Gemütsstimmungen. One is Adhik Sneha. Eins nennt man Adhik Sneha. Adhik Sneha, they are only thinking for Radha. So, in unserer spirituellen Identität sehen wir dann Adhik Sneha. Wir denken nur, wir kümmern uns nur um Radhika. They want to be Radhika. Sie wollen gern ganz nah mit Radhika sein. And Radhika, what Radhika is feeling with Krishna, they feel. So, und alles, was Radhika fühlt und spürt, spüren alle, die diese Gemütsstimmung haben, auch. They don't want to feel anything direct. Sie wollen überhaupt nichts Direktes von Krishna spüren. One is Samsneha, they want Radha and Krishna both. So, und eine Gemütsstimmung nennt man Samsneha, wo man Liebe für beide im gleichen Maßen besitzt. They want to be with Radha and Krishna. Sie wollen gemeinsam sein, wenn Radha und Sie wollen zusammen sein mit Radha und Krishna, wenn beide zusammen sind. And one is Visamsneha, who likes only Krishna. Und eine Gemütsstimmung nennt man dann Visamsneha. Sie wollen dann nur mit Krishna zusammen sein. So there are three modes of the every living entity. So diese drei Gemütsstimmungen finden wir in allen Lebewesen. What is the highest? Was ist die höchste Gemütsstimmung? Adhik Sneha. Die Gemütsstimmung, die zu Radhika ist. This is the highest test. That I become happy with my friend happiness. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei dem Adhik Sneha ist es so, dass ich nur glücklich bin, weil meine Freundin glücklich ist. Dann bin auch ich glücklich. There is no personal interest. What is it? Causeless? Unconditional. I have no condition with you. I want to be happy, to see you happy. So ich stelle keinerlei Erwartung, keinerlei Bedingung. Ich möchte einfach nur glücklich sein, aber nur dann, damit ich sehe, dass du glücklich bist. More and more. Mehr und mehr. That is the thing to go deep to understand. Das soll man sich ganz tief drin eintauchen, ganz tief eintauchen. So Mahaprabhu appears to say this. So Mahaprabhu ist erschienen, um uns genau diese Sachen zu lehren. You have Adi Lila 4 Canto? Yes. And this is the reason? This is Madhya Lila. Adi Lila. 4 Canto. Adi Lila 4, how many? The external region to name and frame. To give the name and frame. This is the external region of Chaitanya, Radha's. Chaitanya means Radha, outside, inside Krishna. So die äußere Bewegung, um das Erscheinen von Sriman Mahaprabhu, der äußerlich Radhika ist und innerlich Krishna, ist eigentlich, den heiligen Namen zu verbreiten und reine Gottesliebe. Das ist der äußere Grund. Adhik Sneha, they will see Radhika only. Diejenigen, die eben diese Gemütsstimmung innehaben, Adhik Sneha, die ganz tief zu Radhika gehen, sehen in Chaitanya Mahaprabhu nur Radhika. And some Sneha will see Radha and Krishna. Und diejenigen, die
beide sehen wollen, die beide die Radhika und Krishna gemeinsam sehen wollen, sehen in Chaitanya Mahaprabhu Radha und Krishna. And with some sneha will see only Krishna there. So die, die zu Krishna reden, sehen in Mahaprabhu nur Krishna. You see? There are three modes and they all see Mahachaitanya in different way. So diese drei Gemütsstimmungen erlauben es uns, Sriman Mahaprabhu auf drei verschiedene Arten zu sehen. How is Nityananda seeing? How is he seeing Mahaprabhu? Mahaprabhu? Yeah, Nityananda, how is he seeing Mahaprabhu? Anand Manjari, how he can see? Wie sieht Nityananda? Was sieht Nityananda in Lord Chaitanya? Und Maharaj sagt, was kann wohl Anand Manjari in Chaitanya Mahaprabhu sehen? One is Radhika, one is Anand Manjari. Chaitanya Mahaprabhu ist Radhika und Nityananda ist Anand Manjari. And why Krishna will sing his name? Radhika is singing the name. So warum soll Krishna seinen eigenen Namen singen? Radhika singt dann den Namen Krishna, so der Fall. Radhika will sing the Krishna's name, na? Radhika will Krishna's name, but Krishna's name sing. And she is singing and helping to the Manjaris, the associate of Mahaprabhu, that you feel this is the highest, because this is Maharas. So, Radhika singt den heiligen Namen, um in Chaitanya Lila praktisch den Geweihten, die in Manjari Form sind, zu helfen, das zu verstehen, weil dieses Singen des heiligen Namen gipfelt in Maharas. More. I want to show you. This is Adi Leela 4 Canto, reason of the appearance of Chaitanya. But you know the chapter? Four. Okay. Adi Leela 4. Chapter 4. Chaitanya Mahaprabhu's erste Kapitel 4. Band after. Adi Leela Band 1, Kapitel 4. Das ist Problem. Hier in Port Canto 4, no problem. Achso. So. So what I want to say, sorry, not break. Now you see Panchatattva. Schauen wir uns die fünffache Erscheinung des Panchatattva von Mahaprabhu an. Panchatattva. Two are praying. Zwei sehen Panchatattva. In the kitchen is one. Can you pray? Yes, I think so. Man sieht auf dem Bild zwei Gestalten, die beten. We have to know and we have to keep this. Darüber sollten wir Bescheid wissen und wir sollen sein Bildes Auto. Ja, see, for 1 minute. After 17 minutes. Yeah. You see, we start from here. Two are praying. So man fängt auf der linken Seite an, zwei beten, links. He is a Mahavishnu. Advaita ist Mahavishnu. Right? Stimmt. Mahavishnu means Shiva. So Mahavishnu ist auch Shiva und Vishnu. Gemischt. Right? You know this? You have to know. If you don't know, then you will not understand. Mahavishnu means Shiva also. Is not that we are not Shiva. Mahavishnu is Shiva and Vishnu both. He is praying. So Advaita is Mahavishnu und Shiva kombiniert in einer Form. Und betet. And this side, Srivas. Auf der anderen Seite, ganz außen rechts, ist Srivas. Srivas. In German, there is no Adilila. Okay. Achha, no problem. No good. Srivas is Narad. So Srivas ist die Inkarnation von Narada Muni, einem großen Geweihten Krishnas. Narad means? Narad bedeutet? Guru. Er ist das Prinzip des spirituellen Meisters.
He is the Guru. Er verkörpert den Spirit deiner Lehre. So one is Guru Tattva as a Narada, and one is Mahavishnu and Shiva. So auf der rechten Seite sehen wir praktisch das Prinzip des Spirit der Maheshwara, und auf der anderen Seite Mahavishnu und Shiva in einer Form. That what they are doing, come to Thanga, it's very important. Und dann beide beten auf beiden Seiten. Praying. Sie beten. To whom? Zu wem? Chaitanya. Sie beten zu Mahaprabhu, Chaitanya. Chaitanya is? Chaitanya is? Radhika. Radhika. So Chaitanya, in Chaitanya sehen wir Radhika. Inside Krishna. Inside, innerlich Krishna. Inside Krishna is not there. Ist nicht Krishna auch in uns? All human beings inside Krishna. So in alle Lebewesen befindet sich Krishna. So why not Radhika inside Krishna? Also warum ist nicht da Krishna in Radhika drin? Sure. Und damit steckt Krishna da drin. So inside Krishna, no. He is praying to Radhika. So drin ist Krishna, aber die beiden äußeren Figuren, sie beten eigentlich zu Radhika. And here is Gajadhar. Gajadhar, what is Gajadhar? So where is Gadadhar? Radha Shakti? So Gadadhar verkörpert die Energie von Srimati Radharani. What is Radha Shakti? Was ist die Energie Radhikas? Bhakti. Prem. Prem Bhakti, not only Bhakti. Yeah, Prem Bhakti. Prem. So was ist die Energie Radhika? Sie gibt den Prema Bhakti. And what is Nityananda? So was sehen wir in Nityananda? Anangamanjari. Wir sehen in ihm Anangamanjari. So all three Radhatattva worshipping all two. So die beiden verehren praktisch alle drei in der Mitte und alle drei verkörpern Radhatattva. Radha Bhakti. Es geht um Radha Bhakti. Radha Bhakti. Es bedeutet Radha Bhakti. If you want to know Krishna, you have to go through Chaitanya means Radhika. So wenn du Krishna kennenlernen willst, musst du über Chaitanya Mahaprabhu gehen. Und Chaitanya Mahaprabhu ist Radhika, ist Radharani zu der Zeit, als er erschien. Yes. To know Krishna is Radhika. Um Krishna wirklich vollständig zu kennen, müssen wir zu Radhika gehen. And now you see, there is Govardhan. Und jetzt gibt es auch den Hügel in Vrindavan genannt Govardhan. Many are keeping Shaligram also. Viele haben einen Stein von Govardhan. Huh? Yes, Shaligram. Govardhan. Govardhan. Manche verehren einen Stein dieses Hügels. What is Govardhan? Was ist Govardhan? Govardhan is Go means Indriya. Go bedeutet die Sinne. And Vardhan means growing. Und Vardhan bedeutet diese Sinne zu intensivieren. Desire of the senses. So Govardhan bedeutet, man muss diese Sinne trainieren und intensivieren. What senses? Aber was für Sinne jetzt? Material or spiritual? Sind es jetzt die materiellen Sinne oder sind es die spirituellen Sinne? Spiritual. Die spirituellen Sinne natürlich. That is the worshipping of Govardhan. Das bedeutet die Verehrung von Govardhan. Now I am telling you the pastime of Govardhan. Ich werde euch die Geschichte von Govardhan erzählen. The Brajavasis. Die Einwohner von Vrindavan. Means all human. Alle Menschen. They worship Indra. Die verehren dort Indra, den Herr des Himmels. What is Indra? Wer ist Indra? Indriyas. Senses. So ist er ist der Herr der Sinne. Ja.
We always worship our senses. So das heißt eigentlich übertragen wir alle verehren eigentlich unsere eigenen Sinne. If not, then they will become angry. So wenn wir die Sinne nicht verehren, werden sie böse. And the king of the God, Indra. Und der König dieser Sinne, Gott der Sinne, who bring out for goodness also and to disturb from the Krishna, they say, no, I need worship and you worship your senses and to be. So eigentlich die Indra, der König der Sinne, darf vor allem nicht, dass wir aus dem Gottesbewusstsein rausgehen, dass wir Gott nicht verehren. Und er sagt, nein, du sollst nicht die Sinne verehren, nicht Gott. Right? So this way, what happened? So was passiert? All the Brajavasis, means all human beings, they are worshipping. So die Vrindavan Ayamas stehen hier für alle Lebewesen und die verehren. To Indra. Und sie verehren Indra. Krishna says, stop this. Und Krishna sagt, hör damit auf. Worship Govardhan is spiritual. Verehrt lieber Govardhan, verehrt die Spiritualität. He will give you everything. Verehrt diesen Berg, verehrt Govardhan, er wird euch diese Segnung geben, er wird euch alles geben. Then Indra start raining very powerfully. Und Indra war dann so gestört, dass er anfing, die Einwohner mit Regen zu bestrafen. When you stop your senses, they become more powerful. So wenn du deine Sinne praktisch, wenn du sie stören willst und aufhören willst damit, dann werden sie noch stärker. They start raining. Und dann fangen sie an zu regnen. That time, there is no out of control. Everything become out of control. So dann ging alles außer Kontrolle. So, Krishna says, a good chance. Come near to me. Krishna sagt, das ist jetzt eine gute Sache. Komm nahe zu mir. I will take this mountain. Ich werde den Berg. I will lift this. Ich werde ihn hochhalten. Then Brajavasi also went inside. So dann gingen die Einwohner von Vrindavan suchten Schutz und gingen unter den Berg. They put the sticks. Und sie dachten, ich helfe mal mit und mit den Stöcken. They think, no, I am pulling this mountain. Und sie haben gedacht, this control, I can do this. Und sie haben gedacht, wenn Krishna, dann kann ich tue das jetzt mit dem Stock, ich kontrolliere. I am sufficient to lift the mountain. Ich bin genügend, ich reiche aus, um den Berg hochzuhalten mit meinem Stock. I can protect myself. Ich kann mich mit meinem Stock selber benutzen. They are all giving the stick, ne? Sie stehen alle da mit ihrem Stock, ne? But really, this is the mercy of Krishna. He helps to increase our spiritual. So eigentlich ist das die Barmherzigkeit von Krishna, der ja das Ding eigentlich mit dem Finger hochhebt und der unsere Bemühungen segnet. It can increase our spiritual power. So Krishna ist verantwortlich, damit unser spirituelles Bewusstsein sich anhebt. And that way, we can become more close to Krishna. So auf diese Art und Weise können wir ganz, ganz nah und eng mit Krishna sein. Non-stop, we can be always with Krishna. So ohne Unterbrechen können wir immer gemeinsam zusammen sein mit Krishna. Then Brajavasis, the Gopis, the Radhikas, why my eyes is blinking? I'm praying to the Creator. I don't want my eyes blink. I want to see all the time to Krishna. So die Gopis, die stehen da an Himmel in Krishna die ganzen Tage an und sie verfluchen den Schöpfer und sagen, warum hast du uns Augenlider geschenkt, die ständig blinzeln? Wir wollen nicht blinzeln, wir wollen stetige Sicht. Then Radhika is also there. So Radhika steht auch da. Before she not get the chance to very close to Krishna. So sie hat nicht immer vorher die große Möglichkeit, so nah und ohne Probleme mit Krishna zu sein. Many restrictions. Es gibt ganz viele Einschränkungen. But now restriction is broken. So weil alle jetzt da sind, gibt es keine Einschränkungen. Also kann sie ihn voll und ganz Radhika, Radhika, from his love, she is giving energy to Krishna. To lift this mountain. So weil Radhika Krishna so liebt, hat Krishna jetzt die Kraft, den Berg hochzuhalten. To
the real energy is coming to Krishna through Radhika. So die eigentliche Power, um den Berg hochzuhalten, kommt eigentlich von Radharani zu Krishna. Krishna also don't want to go. He wants to keep it. Say, Indra, go more and more, that we can be always. So, Krishna ist eigentlich bestrebt, unter dem Berg zu stehen und den hochzuhalten, weil der Radhika sehen. Und er sagt zu Indra, mach du nur weiter. This way, all who want to increase their spiritual consciousness, they can come near to me. So, und alle, die ihr spirituelles Bewusstsein erhöhen wollen und intensivieren wollen, sie können dann alle mir ganz nahe kommen. And Indra cannot disturb. So, Indra kann euch, der Herr der Sinne, kann euch dann nicht blöd anmachen. Kann euch nicht stören. When we are close to him, Radhika is there, Krishna is there, there is no problem. So, wenn wir ganz nah bei Krishna sind, gibt es keine Probleme. Dann sind wir bei Radhika, keine Probleme wegen auf dem Seil. So, always you will see Govardhan. Govardhan coming. Jai Radha, Mohana, Kunja Vihari, Gopi Jan Vallava, Girvar. Girvar is also Govardhan. So in vielen Liedern kommt Govardhan vor, auch in das, was wir gerade gesungen haben. Gopi Jan Vallava, Girvar Thari, da ist auch Govardhan. Gopi Jan Vallava. Gopi Jan Vallava is also dear to the gopis. So Gopi Janavallabha ist ein Name Krishnas. Das bedeutet derjenige, der sehr, sehr eng mit den Gopis verbunden ist. Who is the enjoyer? Wer ist der Genießer? Creator is the enjoyer. Derjenige, der erschaffen hat, ist der Genießer. When I want to be enjoyer, then creator become far from me. So wenn ich in der Stimmung bin zu genießen, dann entferne ich mich ganz schnell von Krishna. We are enjoyed, we are the creation of the creator. So wir sind das Genossene, wir sind die Schöpfung, wir sind das Geschaffene. So we are enjoyed by that creator. So wir werden eigentlich geliebt und genossen von demjenigen, der uns geschöpft hat, vom Schöpfer. We are naturally, the soul is Prakriti. So die Seele der Natur ist Prakriti, weiblich. It's not Purusha. Wir sind nicht Purusha, herrschend, männlich. We got the human, but in human body, male and female. Wir haben zwar den menschlichen Körper bekommen, männlich und weiblich. To understand this. Um das genau dieses Prinzip zu verstehen. And to develop our spiritual consciousness. Und um unser spirituelles Bewusstsein zu intensivieren und entwickeln. Gibt es da Fragen von euch? Jai Radha Mohana. You see, Radha's Mohana. Es geht immer darum, um Radha's Mohana, der Radhika-Karat. Kunja Vihari. Kunja Vihari. Live in the Kunja. Die sich immer in den Waldlauben treffen, in den Hainen treffen. That Radha. Dieser always intense love they have. So dieser Krishna von Radha, der immer voller intensiver Liebe erfüllt ist. You want to know Radha as Krishna and you want to know without Radhika, how possible? Wenn du Radhika als Krishna ohne Radhika kennenlernen willst, wie ist das möglich? So Chaitanya himself come in a male form. So Chaitanya Mahaprabhu erschien vor 500 Jahren in einer männlichen Form. Radhika. Als Radhika, he came in the male form to help us. So er kam praktisch. Chaitanya. Was bedeutet das Wort eigentlich Chaitanya? Consciousness. Bewusstsein. What consciousness? Welche Art von Bewusstsein? It's spiritual consciousness. Es geht um spirituelles Bewusstsein. What is the spiritual soul? Und was bedeutet spirituelles Bewusstsein? Sich der Seele bewusst sein. And when we are conscious, wenn wir bewusst sind, everything will come clear. Und alles wird dann klar.
When we are unconscious, wenn wir unbewusst leben, everything is covered. Alles bedeckt sich. So, covered is darkness, like that line, there is no light. Covered. Ihr seht, dieser Bereich da hinten, der ist bedeckt mit Dunkelheit. And this place is lighted. So hier sehen wir Licht, hier ist erhellt. So we become in darkness, we cannot see it. Und wenn wir uns in Dunkelheit befinden, sind wir nicht in der Lage, auch nur irgendetwas zu sehen. Very deep subject. Das ist ein sehr, sehr tiefes Thema. I want to explain, but this is the goal of our. So ich wollte das erklären, das ist das Ziel unseres Lebens. And this is Krishna consciousness. Das ist Krishna Bewusstsein. And there are three mood always you will find. Du wirst immer diese drei Gemütsstimmungen finden. This only can come when you understand this, that Nityanand is Anantanya. Geschmack kann eigentlich nur kommen, wenn du diese Prinzipien verstehst, dass vor allem Nityananda Ananga Manjari verkörpert. And this is the Jai Krishna Tattaveta Sai Guruha Chaitanya Charitamrita. What is Tattaveta? Radhas Krishna is Tattaveta. Was ist das höchste Wissen und der höchste Wissensgebiet ist? Radhika ist Krishna. This is the real. Darin besteht die Wirklichkeit. Everybody knows. Jeder sollte das wissen. But we have to believe and go through that. Und wir haben es aber auch zu glauben und dann reinzugehen. There will be no doubts. Es wird da keine Zweifel geben. Because she is the highest, most lover of Krishna. Weil Radharani die höchste Liebende von Sri Krishna ist. Why we take the Guru ashram? Warum suchen wir Zuflucht bei einem spirituellen Lehrer? Because to take the ashram of Radhika. Um diese Zuflucht eigentlich bei Radharani zu suchen. To understand the goal of life. Um das letztendliche Ziel unseres Lebens zu verstehen. So what is goal? Was ist dieses Ziel? Prema. Das Prema. Das ist das Ziel. Prayojan heißt Ziel und Prema ist das Ziel. What is Prema? Was ist Prema? In between Radha and Krishna. Zwischen, also mit ihnen in Verbindung zu kommen, mit Radha und Krishna dazwischen zu stehen, mit ihnen zusammen zu sein. And this Radha and Krishna's love, you will feel what Radhika is feeling. So this is the shadow of Radhika. So diese Liebe, die Radha und Krishna für sich haben, werden wir empfinden durch die Gemütsstimmung von Radharani, weil wir die Schatten von Radharani sind. Like a shadow, the image, what you say, if some hand is moving like this, mm-hmm. The shadow will become like this. Mm-hmm. Yes. So when the hand sich bewegt, following, the shadow is following. Following the reflection. Hand, yeah. Shadow, what you say, the shadow follows the person, right? Mm-hmm. The substance. Substance. So the... Mm-hmm. So shadow will feel the same, act the same. They embrace each other. Shadow will do like this. Shadow will feel the same feelings what Radha and Krishna. So Gurudev, Radha is feeling. Gurudev gibt das Beispiel, wenn die Hand hochgeht, geht der Schatten mit hoch. Und genauso empfinden wir als Schatten, wenn Radha und Krishna sich umarmen. Dann umarmen wir auch und empfinden genau das Gleiche, weil wir der Schatten sind. Das ist Radha Mohan. Das ist Radha Mohan. Jai Radha Mohan Kunja Vihari. You are Kunja Vihari. Mohan, Radha Mohan, ihr seid die Liebenden in den Hainen von Vrindavan.
Ihr altes Leben in der Kunja mit Radhika. Du Krishna, du lebst immer in den Hainen mit Radhika. You always in the Bihar mit Radhika. Du bist immer in Bihar, in Leben mit Radhika. And I want to see that. Und ich möchte das beobachten. I want to be in that. Ich mag dabei sein. I want to feel that. Ich mag das mitfühlen. How I can do? Wie kann ich das aber anstellen? When I will become your sincere master. Wenn ich mich kann, ich kann es nur bewerkstelligen, wenn ich deine ernsthafte persönliche Dienerin bin. I know Krishna, you are Gopi Janavallabha. Ich kenne Krishna, du bist Gopi Janavallabha, du bist der Liebhaber aller Gopis. And when you will want, you will increase our Govardhan. You will increase this Govardhan. Und wenn es dir lieb ist, wirst du unser Spiritualitätsbewusstsein erhöhen. Without your help, it's not possible to lift Govardhan. Ohne deine Hilfe ist es nicht möglich, Govardhan hochzuhalten. You lift a spiritual consciousness in my life. Du erhebst das spirituelle Bewusstsein in meinem Leben. I know you are the son of Yashoda. Ich weiß, dass du bist der Sohn Yashodas. And you give the similar love like a human. So du verteilst die Liebe ähnlich wie ein Mensch. You suck the breast of mother. Du hast die Brust einer Mutter gesaugt. You play with mother. Du spielst mit deiner Mama. Mother can bind you. Deine Mutter kann dich auch fesseln. You do to make happy to the gopis. So du machst alles, um die Gopis, die Kuhherdenmädchen, zufriedenzustellen. You make happy to the friends. Du machst deine Freunde glücklich. You become sometimes horse to your friend. So manchmal wirst du auch zum Pferd von deinen Freunden. Sie können auf dir reiten. And they ride on you. Und sie sie reiten auf dir. Only this possible of Yashoda Nanda can do this. So das kann eigentlich nur der Sohn von Mutter Yashoda. Nur bei dem ist das machbar. Narayan cannot do this. Narayan, da geht sowas nicht. We can adore to Narayan. Wir können Narayan verehren und in Ehrfurcht begegnen. Yashoda Nanda, foolish child can understand Vrajendra. Sogar ein völlig beklopptes Kind kann den Sohn von Mutter Yashoda verstehen. Means what qualification we have qualified. So was für eine Art von Qualifizierung brauchen wir? Foolish. Wir sollten eigentlich närrisch sein. Come out from all qualification. Mach jetzt mal alle Qualifikationen einfach mal auf die Seite. And to become like a child. So werd mal wieder wie ein kleines Kind. To understand Vrajendra. So nur so können wir Vrajendra Nanda verstehen, Krishna. If you are qualified. Wenn du qualifiziert bist, that is our fault. Das ist eigentlich, dann geht es in Richtung falscher Identifikation, falsches Ego. You need feelings for that. You need sharing. Du brauchst Gefühle für das. Du musst bereit sein zu teilen. Du musst bereit sein zu leben. You have to become like a mother to feed your breast. So du musst wie eine Mutter sein, die die Brust zur Verfügung stellt zum Stillen. You have to become friend to ride him. So du musst zu einem Freund werden, der auf seinem Rücken herumreitet. When you win the game, you ride on him until now you are my horse. Wenn du gegen Krishna in einem Spiel gewinnst, kannst du zu ihm sagen, du bist jetzt mein Pferd, ich reite auf dir. And when you lose the game, you say, come Krishna, ride on me. So, I win. So, wenn ich das Spiel verliere, kann ich zu ihm sagen, okay, jetzt kannst du mit mir reiten. Only Vrajendra Nandan can be with you. So, das kann ich nur mit dir Vrajendra Nandan veranstalten.
qualification required. So eigentlich ist da überhaupt keine Qualifizierung notwendig. Begierde ist notwendig. Gier. Only greed. Nur diese Begierde. And your love is required. Und deine Liebe. Gibt's noch Fragen? So good if it must be really wonderful when we feel all what Radhika is feeling. Mm-hmm. So it must be very wonderful when we can feel all feelings of Radhika. I can feel your all feeling when I will become very close to you. So ich kann deine ganze Gefühle auch nachfühlen, wenn ich ganz nah bei dir bin. Without talking, I can feel you what you thinking. So ohne dass ich dich mit dir rede, kann ich weiß ich was du denkst und was du fühlst. Like wenn man sich ganz nah, stimmt's? Closeness is important. Diese Nähe ist ganz arg wichtig. And faithfulness is important. Und Treue ist wichtig. I am full faith. You give big things. You want to give me Krishna. Because in beginning I want Krishna. And you say, oh, Krishna is there. But I have no interest. Zum Anfang kann es sein, du bekommst Krishna geschenkt und es, man gibt dir Krishna und du sagst, nein, ich mag gar nicht Krishna, ich habe gar kein Interesse. I only want to live with you, to serve you. Ich mag einfach nur mit dir sein, mit Radhika, um dir zu dienen. He will automatically come and pray you. Er wird schon auftauchen irgendwann und wird zu dir, mit Gebete zu dir sprechen. Like I said, two lovers, they cannot see each other. Zwei Liebende können sich nicht sehen. They have very much control to meet each other. Sie müssen ganz schön viel Kontrolle aufbringen, um sich zu treffen. And one, the girls had one very reliable friend. So, aber das Mädchen hat einen sehr, sehr verlässlichen Freund. And she is so honest to the girl. Sie ist, dieser Freund ist so, so ehrlich zu dem Mädchen. She want to serve. Sie möchte dienen. So boy cannot do. Girl can go to the boy. Ah, Freundin. Huh? So, Freundin, friend, girlfriend. So dieses Mädchen kann praktisch es schaffen, dass sie das schafft, ihm zu dienen. To take the message to the boy. So die Freundin von derjenigen, die verliebt ist in ihn, kann diese Nachricht zu ihm bringen. Nobody will doubt. So niemand wird es anzweifeln. And she can go to the boy and share everything. And bring the message. So diese Freundin kann praktisch zu dem Freund gehen und wieder die Nachricht zur Geliebten zurückbringen. And she give all message to. Okay. Yeah. So und sie kommt dann zurück und gibt dann praktisch die Nachricht vom Junge zu dem Mädchen. So the mediator, der Vermittler. Mm-hmm. She knows. What is the feeling of the boy and what is the feeling of the girl? So die Vermittlungsperson in dem Beispiel ist die Freundin weiß um die Gefühle Bescheid des Jungen und um die Gefühle des Mädchens. And they can give some his own words to increase or decrease the feeling. Und sie kann ein bisschen beisteuern, um auf beider Seite die Gefühle mit den Gefühlen zu spielen. Kann sie selber beisteuern. They can add or they can minus. So, die können was dazu steuern oder was weglassen, je nachdem. So, both are in the control of mediator.
So, alle beide sind in der Kontrolle dieser Vermittlerin in dem Beispiel. Right or not? Stimmt's? This is the work of Radha Dasya. So, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Diese Rolle dieses Vermittlers ist Radha Dasya, die Dienerin von Radharani zu sein, wo praktisch hin und her geht. This is the great and great fortune what Chaitanya Mahaprabhu bring for us. So, vor 500 Jahren hat uns dieses große Glück Chaitanya Mahaprabhu überbracht, dass wir genau das erreichen können, diese Vermittlerrolle. So, you know the boy very well and the girl feelings very well. So, du weißt um die Gefühle des Buben, dem Jungen Bescheid, und du weißt um die Gefühle des Mädchens Bescheid. So, who is first enjoying? The messenger, the first feeling, the habit taste of that. So, diejenige, die in diesen Austausch der Gefühle in Kontakt kommt, ist derjenige, der sie vermittelt. Du kriegst sie zuerst ab. Von beiden Seiten. But no dishonesty is there. No. Yes. Es darf auf keinen Fall Unehrlichkeit geben. Very honest. Du musst sehr ehrlich sein. Our friend. So, du musst ganz, ganz ehrlich sein zu deiner Freundin. Sonst geht's nicht. Right? Stimmt? This is the Siddha de Amanjali Sabha. So, das ist praktisch der perfekte spirituelle Körper, Siddha de, als Manjari, als Dienerin von Radharani. They never has any wish for their person. Sie haben niemals einen eigenen Wunsch für ihre eigene Person. That is selfless. Das nennt man selbstlos. Selbstlose Liebe. But before she feels that, then Radhika. Zuerst fühlt sie es und dann überbringt sie es Radhika. Understand? Versteht ihr diese? This is the highest thing go more deep to understand. So, das ist das höchste, was man so erfahren kann. Versucht da wirklich tief einzutauchen. And this is not happened 5,000 years before. So, das ist nicht vor 5000 Jahren einfach mal passiert. Is happening now. So, passiert jetzt gerade. Only we have to improve to feel this and see this. So, wir müssen uns nur praktisch anstrengen und uns verbessern, um da Einblick zu bekommen. Vielen Dank. Hey. Yes. Hey. Kirtan.
Yeah.
Wow. Das ist ordentlich. Hier geht die Nase.